Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16 und dem Beagle. So. Wir wollen die Quest wieder abgeben. Wir müssen dafür nach da oben. Wie die Menschen über Trigger reden, finde ich ziemlich abstoßend hier, aber sei es drum. Dornmuschelschale. Okay, dann bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen. Nö, anscheinend nicht. Oh, ich zerfließe, Leute. Ich zerfließe. Wetter ist warm. Es ist scheiße warm. Scheiße. Und wenn der Raum natürlich mit PlayStation und Fernsehen an ist und dann noch Laptop zum Aufnehmen, dann ist es noch beschissener warm. Und ja, mir ist egal, dass ich jammer. I don't care. Ich jammer halt, weil es warm ist. Ich bin ein Winterkind. Alles. Als ob ich sowas einem Träger... Du bist ja schon zurück, Clive. Ja, der war tot. Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger! Hast du den Bastard erwischt? Willst du einen Tritt in die Nur Eier? Was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her! Nein, das kann nicht sein. Können wir den Fall als abgeschlossen betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot! Ende der Geschichte! Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Dein Ruf ist aus generellen anderen Gründen schon ruiniert. Ist es wahr, Clive? Ist Norris wirklich... Er lebt. Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm das. So, nee, dann kann ich damit nichts anfangen. So, Leute, ich habe gerade bei eBay eine Benachrichtigung bekommen, dass neue Dings da verfügbar sind. Für ein Manga. Und ich dachte erst, oh, das ist ja ein cooles Angebot. Und dann habe ich gesehen, es sind deutsche und englische Mangas beisammen. Nicht so mein Ding. Wo will ich hin? Ich glaube, in die Richtung möchte ich hin. Ah, wie komme ich da am besten? Mehr Kristalle bekommen wir also. Ach, halt die Schnauze. Mit ihr mit euren Kristallen und eurer menschenverachtenden Art. Kann ich hier... Jo, hier kann ich drüber. Nö. Grünbünde. Bin ich hier richtig? Ich glaube ja. Bernard! Ich habe stabiles Holz benutzt. Die Brücke hält. Ich würde mir eher Sorgen machen, was auf der anderen Seite lauert. Das ist meine Sorge, nicht deine Sorge. Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Maus, die ist gerade da. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Wie warm es hier drin ist. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Yes. Oh, der Hund hat sie erledigt. Mein Hund ist ein toller Hund. Krabben! Ja, fast, Torgal! Noch!
meine Leute, ein bisschen Training kann nicht schaden, ne? Da hinten. Ich komme also quasi direkt an der Haupt-, an der Nebenquest vorbei. Killerbiene. Also sag mal. Fast, Torgal! Du weißt, was zu tun ist. Schnapp sie dir! Hier drüben! Nicht weg! Fast, Torgal! Schnapp sie dir! Fast, Torgal! Hier drüben! Jetzt bin ich auch hier an den Gegner reingerannt. Na gut. Der Mund regelt. Das war's. Leute, der Hund hat geregelt. Torgal hat geregelt. Torgal ist ein guter Hund, ein braver Hund. Torgal hat seinen Stammbaum gelesen und erkannt, ich bin ein Jagdhund. Hör mal, bist du wieder zurückgewandert und auf einmal wieder gesund oder wie? Ein Gegner, Hanna. Yes, yes, yes. Töten, töten, töten. Also viel fehlt mir gar nicht mehr zum Level Up, sehe ich gerade. Ein Wegelagerer. Meine Fantasy-Musik ist auch die geilste Musik. Yes, eine Stufe höher. Jetzt bin ich 21. Sehr gut. Ich möchte. Oh, der legt die Kranke. Hat sie jetzt einfach direkt gesagt, weiter hier. Jill kennt auch kein Pardon, ne? Chronolith befindet sich in der Nähe. Okay, was auch immer das ist. Hallo! Ada, hierher! Ja, ja, was denn? Entschuldige, ich brauche einen guten Kämpfer. Weil? Na, ganz toll. Ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zum Arta. Gut. Oh, ich sie hätte sicher keine Einwände. Oh Gott. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Ich gehe sie klatschen. Martha vertraut ihr. Also musst du was können. Bitte hilf uns. Töte das Rudel. In Ordnung. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder. Mhm. Ich würde sagen, dann haben wir den. Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir. Kannst du bitte vielleicht ein bisschen freundlicher sein, wenn du irgendwas von mir willst? Dankeschön. Ey, yo, Wolf, ich hab gehört, ihr macht Probleme hier in der Gegend. Nur weil ihr ein bisschen hungrig seid. Ja, die sehen hungrig aus. Noch mal fast, Torga! Da, Gott! Ja, fast, Torga! Los! Hier drüben! Fast, Torgal!
finde ich diesen Bryce und gebe ihm Bescheid. Ist da noch ein bisschen Loot für mich immer? Eher nicht so. Also das Gebiet ist schon deutlich größer als als die letzten Gebiete alle so. Ach komm, ja. Das war meine Schuld. Willst du mehr? Ich war ein bisschen größenwahnsinnig. Los! Nee, erstmal den Minotaurus. Zeig's ihnen, Große! Du weißt, was du tust. 6000 Schaden, das ist so geil. Hier drin. Na komm, 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 komm. Los. Was war das denn jetzt? Was hab ich getan? Oder war das ein Terror? Oder bin ich so perfekt ausgewichen, dass ich einen Special Bildschirm habe? Und wo sind die Killerbienen jetzt abgeblieben? Ha. Huh. Not at all. Das sammle ich jetzt hier aber noch ein. Ein Heiltrank. Ja gut, ne? Ich bin dran vorbei. Wo denn? Hier? Ach, hier? Ja, das will ich mir aber mal angucken. Eine Hütte? Eine Hütte. Und irgendwie ist hier niemand. Ja, Mäuse sind hier, aber Mäuse sind... Mäuse ist nicht niemand, aber... Mäuse sind auch keine Menschen, die mit mir reden. Ich meine ja nur. Du da, ne? Sie wohl immer noch dran fressen. Bist du Bryce? Was geht dich das an, Träger? Halt die Schnauze. Mein Freund wollte, dass ich die Wölfe töte. Also habe ich sie getötet. Ich soll dir glauben, dass ein Träger das ganze Rudel erlegt hat. Andererseits bist du über die Brücke gekommen. Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Nö. Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Du hast uns gut gedient. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger. Die sind alle so unfreundlich zu mir. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei tue ich denen Gefallen, ja? Was sagt denn die Karte? Oh, da gibt es einen ganz langen Rattenschwanz hinten dran, wo ich gucken gehen kann, was da ist. Sieh doch, die Windmühlen. Das ist Eastpool. Ja. Wieder kann ich. Genau, fast Torgal. Wetz die Zähne an dem Ding. Ja, was denn? Ja, ich weiß ja jetzt, dass ihr angreifende Tiere seid. Nochmal falle ich. Wow. Nochmal falle ich nicht darauf rein, dass ich denke, ihr seid ganz miese Tiere und dann. Fast Torgal. Ich meine, wer geht auch schon davon aus, dass so eine Antilope die totale Terminator-Antilope ist? Genauso wie ich nicht damit gerechnet habe, dass so ein Schokobo mich angreift. Hallo? Das sind meine Reittiere hier?
Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier. Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Wenn das nicht Vivi ist. Aus Final Fantasy 9. Definit Final Fantasy 9. War auch nie meins. Ich habe es eine Weile lang gespielt. Es war halt auch sehr anders. Aber ich glaube, ich könnte da mittlerweile eigentlich ziemlich Spaß dran haben. Ich weiß es nicht. Aber da das alles ja nur PlayStation 1 ist und meine PlayStation 1 sicher verwahrt ist, ist das wohl etwas, das niemals bei mir kommen wird. Wobei, gibt es die nicht mittlerweile bei PlayStation? Eine Arachne. Na gut. Ein toter Gegner ist ein guter Gegner. Aber wohin führt mich das? Also zu nirgendwo hin. Ich will es zumindest mal... was? Hi, was bist du denn? Lass sie gehen. Boah. Los! Knapp vorbei! Fast Sorge! Los! Wow! Was bist du für ein Kind? Hier drüben! Komm her. Lob, wem Lob gebührt. Du hättest ihm ruhig mal ein Leckerli rausspringen lassen können. Was gibt es hier Specialiges außer dieses Monster? Eine schicke Aussicht. Ja gut, mit einer schicken Aussicht kann man ja auch manchmal leben. Von mir aus. Jetzt bin ich einmal hier hingerannt, habe einen coolen Gegner gehabt und eine schicke Aussicht, aber keine Belohnung. Passiert. Zum Glück brauchen die ja nicht so lange zu rennen, also geht das ja. Und wir haben die Vivi, Scarecrow gesehen. Ach komm, wie kommt der deutsche Name dafür? Mir fällt's noch ein. Still. Wie tot. Ja. Clive! Lord Clive Rossfield! Oje. Ich bin es, Hannah! Rodney Murdochs Frau! Lady Hannah! Oh, ihr seid es wirklich! Ihr habt euch nicht verändert. Der junge Lord und Jill auch. Es ist so gut, euch zu sehen. Ich glaube, sie wollte ihn umarmen. Zum Glück seid ihr wohlauf, Lady Hannah. Oh.
Wenn ihr Zeit habt, ich lade euch gerne zu mir ein. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, teile ich. Wenn wir nicht stören. Mordor, ist das nicht sein Trainer gewesen, der dann auch gestorben ist? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, weil wir so viel schon hatten. Und seitdem reist ihr also durch die Welt? Ich verstehe, dass ihr vor den Eisernen fliehen musstet, aber... Oh, solche Mühen in so einem jungen Alter... Es war nicht einfach, aber wir leben noch und... Und der Weg hat uns wieder zurück zu euch geführt, Lady Hannah. Entschuldigung, Leute. Und ihr noch hier? In Eastpool? Rosalith wäre doch näher am Mutterkristall, oder nicht? Ihr könntet umziehen. In diesem Haus stecken viele Erinnerungen. Solange man mich hier leben lässt, werde ich bleiben. Und außerdem wird niemand mehr aufgenommen in der Hauptstadt. Auf Befehl ihrer kaiserlichen Majestät. Annabellas Heirat mit dem Kaiser von Sanbrek hat hier vieles verändert. Ja, ich weiß. Es war doch so klar, dass sie den geheiratet hat, ey. Ich wollte nicht... Bitte, nichts zu entschuldigen. Meine Mutter würde doch sicherlich mit sich reden lassen. Ihr seid schließlich die Frau des Kommandanten. Ach, ihr wisst es nicht. Rodney starb in jener Nacht in den Flammen. Er kehrte nie zu mir zurück. Das tut mir leid. Clive. Du meine Güte. Ihr seid blass. Die Reise muss euch erschöpft haben. Ich bestehe darauf, bitte. Legt euch hin. Hm? Du wirklich nicht im Haus schlafen? Nein. Das wäre falsch. Lady Hannah wollte dir morgen früh frische Kleidung bringen. Wir sollten uns bei ihr bedanken. Warum muss die arme Jill jetzt draußen schlafen? Nur weil er da ein schlechtes Gewissen hat? 13 Jahre Blut vergießen. 13 Jahre. Ohne einen Funken Hoffnung. Ja, ich mag Clive, aber Clive ist auch gleichzeitig so... Joshua gab ich nicht auf. Ein Jammerlappen, entschuldigt. Ich hatte mir geschworen, ihn zu rächen. Seinen Mörder zu finden. Das war das Einzige, was meinem Leben einen Sinn gab. Aber wenn ich es bin, wenn ich Joshua und Murdoch, wenn ich ihr Mörder bin, warum bin nur ich dann noch am Leben? Mir geht es genau wie dir. An der Front hatte ich keine Wahl. Also tötete ich.
so viele Leben, die ich zu früh nahm. An dem Tag in Dalmekia, ich konnte nicht mehr. Ich wollte, dass es aufhört. Ich war bereit zu sterben. Alles war besser als das. Sogar einfach aufzugeben. Ocel. Unsere letzte Nacht auf dem Balkon. Erinnerst du dich? Ich habe zu Metia gebetet und wurde erhört. Du bist wiedergekommen. Die Sterne haben einen Plan für uns. Wir sollten schlafen. Ja. Und sie waren so kurz davor. Ach Mensch. Gute Nacht, Clive. Schlaf gut. Danke, Lady Hannah. So mache ich schon einen besseren Eindruck. Ihr seht dem jungen Alwyn zum Verwechseln ähnlich. Wie kommt es, dass ihr seine alten Sachen habt? Oh, Schnicke, Schnicke. Bevor Alwyn regieren musste, Schnicke, Schnicke. Ist er oft mit meinem Mann verreist. Er und Rodney waren wie Brüder. Seine Kleidungsstücke liegen hier seit Jahren. Es wäre ein Jammer, wenn sie weiter verstauben. Gut, aber seid ihr euch sicher? Das sind doch Erinnerungsstücke. Natürlich. Euer Vater hätte es so gewollt. Steht dir gut? Steht ihm hervorragend. Guckt euch diesen schnieken Mann an. Lady Hannah. Ja, danke. Von ganzem Herzen. Nein, ich sollte danken. Es war sehr schön, euch zu sehen. Ihr habt mich an glücklichere Zeiten erinnert. Gute Reise, Milord, Milady. Lebt wohl, Lady Hannah. Ist ja witzig. Die Straße zum Nordtor raus sollte uns bis zum Phönixtor führen. Auf geht's. Ich find's ja witzig, dass Clive extra was Rotes anhat, so weil er Ifrit ist, und sie extra was Blaues anhat, weil sie ja Shiva ist. Und natürlich ist das eine richtig geile Kombi. Wasser und Feuer vereint. Ja, denn, ne? Da ist ein Händler. Alter, ganz da hinten. Okay. Das schauen wir uns dann nächste Mal mal an. Wir gehen einmal zu dem Händler und schauen ein bisschen rum. Invictus. Okay, war meins nicht besser? Nein, war es auf gar keinen Fall. Boah, geil. Was habe ich eigentlich mittlerweile an? Ich habe ganz viele Fähigkeitspunkte. Das heißt, ich könnte das hier meistern. Und wenn ich das hier... Ah, da fehlt mir noch ganz knapp. Fehlt mir dafür auch noch was. Na, egal. Aber mache ich. Ja, weiß ich nicht, ob ich hier rein investieren soll, wenn ich ehrlich bin. Weil das gefällt mir ehrlich... Das gefällt mir deutlich mehr.
Ich warte mal ab, was die nächste Dominus-Fähigkeit ist, die wir bekommen. Vielleicht die von Jill? Aber ich glaube nicht, dass ich gegen Jill kämpfen muss. Ich meine, die beiden sind hoffnungslos ineinander verknallt. Na gut, ihr Lieben. Wir werden es rausfinden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.